Jetzt ist es vorbei und jetzt geht es zum Punkt. Das vielleicht beliebteste Lotteriespiel der Welt, an dem die wenigsten unmittelbar teilnehmen. Daneben, na das geht ja gut los. Da hat der Torwart sich mal eben mit allen Fußballgöttern dieser Welt verbündet. Hazard überlegt schon, wo er hinschießen soll. Und er schießt auch vorbei. Jetzt ist wieder alles offen. Hier ist der zweite Schütze. Und der Torhüter liegt in der falschen Ecke. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. De Bruyne tritt als zweiter Schütze an. Und er entscheidet sich für die rechte Seite. Jetzt steht es 1:1. Jeder einmal getroffen. Es war spannend, es ist spannend und es bleibt spannend. Der geht daneben. Und jetzt der dritte Schütze des Teams. Da kommt der Torwart nicht dran. Der Ball geht rein. Völlig humorlos macht er den. Da kann der Torhüter nicht viel machen. Er trifft den Pfosten. Ein nahezu perfekter Elfmeter, aber wie gesagt, eben nur nahezu. Nainggolan muss jetzt die Nerven behalten. Nainggolan muss jetzt die Nerven behalten. Er vergibt, es geht weiter. Und jetzt sinkt er zu Boden und würde sich am liebsten eingraben. Der Ball ging noch nicht mal aufs Tor. Was für ein Elfmeter. Nur als Erinnerung, wenn der vorbeigeht, ist es aus. Der ist drin und es geht weiter. Der Elfer war gut geschossen. Der Keeper spekulierte und entschied sich für die falsche Ecke. Mertens muss jetzt nur noch den hier versenken. Er nagelt ihn rein und gewinnt damit das Spiel für sein Team. Nach diesem Sieg stehen sie im Halbfinale. Ich glaube, die Spieler können es selbst kaum fassen. Es war ein langes Spiel und das Elfmeterschießen war nicht weniger nervenaufreibend. Am Ende haben sie trotzdem verdient gewonnen.